Herzlich willkommen zu Oxpoon, dem Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen. Da bin ich mal wieder. Ich möchte mich mal bedanken bei denen, die auf diese Erklärstücke, die ich hier mal abliefere, so viel Kommentare geschrieben haben. Es scheint wirklich zu gefallen und ich gebe mir Mühe, auch diesmal wieder etwas zu erklären. Wir wollen mal darüber sprechen, über absolut und relativ. Natürlich in Bezug zu einer physikalischen Größe. Und zwar in dem Moment heute geht es um die Feuchte. Und wenn wir jetzt mal versuchen rauszukriegen, wo ist der Unterschied zwischen einer absoluten und einer relativen Feuchte, fangen wir ganz einfach an mit etwas, was wir alle kennen. Ein Kollege hat sich ein neues Telefon gekauft und ich habe gesagt, wie groß ist denn das? Na ja, sagte, weiß ich nicht so genau, es ist relativ groß. Ich sage, wie ist denn relativ? Ja, ungefähr so, sowas. Kann ich nichts mit anfangen. Ich habe gesagt, kannst du nicht den absoluten Wert sagen? Hat er gesagt, na, müsste ich ja messen. So, man kann also absolut sagen, dieses Telefon ist 15,678 oder so, irgend sowas Zentimeter hoch. Es ist relativ groß, aber das ist eben der Unterschied. Relativ bezieht sich immer auf irgendetwas, zum Beispiel auf den, der es sich gekauft hat und der sagt, also für mich ist es relativ groß. Oder jemand, der solche Pranken hat, der sagt, das ist relativ klein. Und ein Kind, das sagt, ja, das ist aber riesig. Und da können Sie schon erkennen, wo der Unterschied ist. Absolut ist das Maß, das ist irgendwo festgelegt, daran messe ich irgendetwas anderes, irgendeine Größe. Und relativ, naja, das ist eben irgendwas. Das ist so ungefähr ein Meter, ja. Hör mal auf mit dem Blödsinn. Ich habe ja gesagt, es geht um Feuchte. Sprechen wir einfach mal über das, was wir tagtäglich so um uns herum haben. Die relative Luftfeuchtigkeit. Hören Sie im Radio, im Fernsehen, bei Nachrichten, beim Wetterbericht. Die relative Luftfeuchtigkeit ist das Verhältnis vom tatsächlich herrschenden Wasserdampfpartizialdruck, also dem Partizialdruck des Wasserdampfs, zu dem bei der Lufttemperatur maximal möglichen Sättigungsdruck. Ja, dieser PSAT, dieser Sättigungsdruck, das heißt, bei unterschiedlichen Temperaturen kann die Luft unterschiedlich viel Feuchtigkeit aufnehmen. Wenn es kälter wird, die Temperaturen also sinken, kann die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen. Wir haben so einen kalten Keller. Im Sommer, wenn es warm ist, nimmt die Luft viel mehr Feuchtigkeit auf und dann ja, sieht die Sache ganz anders aus, dann fühlen wir das irgendwo trocken, das ist nicht feucht. So, und das ist eine Größe, mit der wir immer zu tun haben. Aber es gibt ja auch noch diesen anderen, was ich eben schon sagte, diesen absoluten Wert. Schauen wir mal auf das Messgerät. Solche oder ähnliche haben Sie vielleicht bei sich zu Hause. Da sehen wir unten 66%, das ist die relative Luftfeuchtigkeit. Dieses kleine Gerät ist auch relativ genau. Das große ist ein Messgerät, das ist geeicht und da haben wir 65,2,3 und so weiter. Je nach Windzug ändert sich das, denn die Luftfeuchte ist ja nicht gleich verteilt im Raum, sondern es hängt ja von der Strömung ab, wo kommt die Luft her, in welcher Ecke ist es feuchter und so weiter. Wo bringt die Feuchtigkeit mit? Also wir sehen, da haben wir also schon einen kleinen Unterschied, aber das ist das, was wir tagtäglich messen können. Die absolute Luftfeuchtigkeit, das ist unter absoluter Luftfeuchtigkeit, versteht man im Grunde genommen, das Luftvolumen, also ein Volumen, bezogen auf die Wasserdampfmasse, das heißt die tatsächliche Wasserdampfkonzentration in der Luft. Also wenn ich einen Kubikmeter habe, dann muss ich messen, wie viel ist denn in diesem Kubikmeter Wasserdampf drin, dann habe ich die absolute Luftfeuchtigkeit, nicht die relative. Und das ist ein Problem manchmal zu messen. Jetzt würde ich sagen, was erzählt denn der da so merkwürdig und kompliziert? Man kann es doch messen. Ja, das kann man. Ich kann also zum Beispiel mit so etwas, das ist ein kleiner Sensor, der besteht aus zwei Elektroden, die stopfe ich in meinen Kaktus, in meine Kaktuserde und kann dann hier oben mit einer Auswerteelektronik in meinen Raspberry oder in mein Arduino oder ESP oder wo auch immer die Daten einlesen und kann ausrechnen, wie ist denn da die
Feuchtigkeit in der Erde. Braucht das Ding wieder Wasser oder nicht? Man kann es aber auch anders machen. Also ich kann es Ihnen mal zeigen. Die Wasser ist ja ein Leiter, jedenfalls unser Wasser, was wir haben. So, und je nachdem, wie tief ich das eintauche, umso geringer ist der Widerstand von einer Elektrode zur anderen. Das kann ich normal sogar mit dem Ohmmeter messen. Ich habe auch die Möglichkeit, oder hier noch primitiver, vielleicht fangen wir damit an. Das ist ein Regensensor. Das sind so ineinander geharfte Elektroden. Und wenn ich hier einen Wassertropfen draufbringe, dann verbindet der die Elektroden wie ein Widerstand. Das kann ich messen, auswerten und auch wieder irgendwo anzeigen. Die reine Luftfeuchtigkeit kann ich mit so etwas messen. Das beinhaltet einmal zur Kompensation, weil wir ja temperaturabhängig sind, ein Thermometer und eine Luftfeuchtigkeitsmessung. Schließe ich an meine Elektronik, meinen Rechner oder sonst etwas und kann damit auch messen. Oder ganz modern, da ist es noch kleiner, da ist sogar ein Funkmodul drauf, wir erkennen es an der Antenne. Und wenn ich das abziehe, da haben wir wieder, diesmal in Blau, einen solchen Sensor, der mir die Daten, die Luftfeuchte und die Temperatur aufnimmt und dann über das Modul sendet. Also kann ich alles. Frage ist natürlich nur, was mache ich denn, wenn ich sowas habe? Ich habe mein Beißholz mitgebracht. So, jetzt kann ich mit diesem Sensor, den kann ich hier drauflegen, aber das juckt ihn nicht so ganz besonders. Ich kann mit so etwas kann ich natürlich gar nichts anfangen. Wenn ich also mein Feuerholz messen will, auf die Feuchte. Und das ist ja wichtig, denn wenn es zu feucht ist, darf ich es nicht verwenden, weil es zu viel Feinstaub produziert, zu viel Abgase und so weiter. Und da muss ich gucken, wie sieht es denn aus. Zum Beispiel, es gibt ja auch noch andere Sachen, die wichtig sind, wo die Luftfeuchte wichtig ist. Oder zum Beispiel in der Landwirtschaft, wenn ich Weizen habe. Da muss ich natürlich auch wissen, wie ist die Feuchte. Oder andere Sachen, die ich einlagern will. Wenn die Feuchtigkeit zu groß ist, dann kann es zu Schimmelbildungen kommen. So, wenn ich hier jetzt einen anderen Weizen habe, der ist ein bisschen feuchter. Man sieht sogar, der rasselt nicht. Und so, wie messe ich das denn? Das kann ich also weder mit so einem Primitivteil messen, noch mit irgendetwas anderem. Das kann ich auch noch nicht mal mit meinem Messgerät hier messen. Wenn ich das hier reinhalte, dann zeigt mir das irgendwas an, aber bestimmt nicht die Feuchtigkeit, die da drin enthalten ist. Wie muss ich das machen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zollstock ist untauglich dafür. Ich muss zum Beispiel einen Ofen nehmen. Wenn ich das jetzt hier erhitzen würde und messe vorher ganz genau, hier geht es um Milligramm, um Tausendstel Gramm, wie schwer das ist, das, was ich messen will, also diese Weizenkörner, dann erhitze ich es eine definierte Zeit oder ich gucke einfach nach, wann sich nichts mehr ändert und dann verdampft die Flüssigkeit da drin. Und wenn diese Flüssigkeit verdampft ist, also das Zeug hier komplett trocken ist, dann sage ich, gut, jetzt ist keine Feuchtigkeit mehr drin. Und jetzt muss ich messen, wie viel hat es vorher gewogen, wie viel hat es nachher gewogen. Dann weiß ich, welches Gewicht an Wasser verdampft ist und kann dann über das Trockengewicht bestimmen, wie hoch war die Feuchtigkeit, bevor ich das behandelt habe, bevor ich das getrocknet habe. Also es gibt sehr unterschiedliche Sachen. In vielen Bereichen, auch bei Bauten, in Kellern, wenn Sie einen feuchten Keller haben oder so, überall muss man so etwas messen können. Es gibt auch noch andere Verfahren. Sie können natürlich ein Haus nicht irgendwo erhitzen, vorher wiegen und nachher wiegen. Da gibt es andere Methoden. Da kann man natürlich auch kleine Proben nehmen. Und diese Sachen, diese Messgeräte, die sind sehr wichtig für die Industrie, für den Handel, für Prüfdienste, überall da, wo es eben darauf ankommt, zu bestimmen, wie hoch ist die Feuchte in einem Material und dann in der Regel die absolute Feuchte. Und dann muss man gucken, darf das sein, kann das sein, soll das trockener sein, muss ich irgendetwas machen. Ganz wichtig, Feuchtigkeit können wir nicht mit dem Finger, gut, im Glas Wasser schon, aber nicht mit dem Finger irgendwo auf irgendeinem Material messen. Wir brauchen Technik dafür, wir brauchen Geräte, die hochpräzise messen und möglichst einfach zu bedienen sind. So etwas habe ich mir angesehen. So, was ich jetzt hier in der Hand habe, ist klein,
aber fein. Ein Schimmel-Messgerät von PCE mit der Bezeichnung PMI-1BT für Bluetooth. Das Teil hat nämlich keine Anzeige, kein Display. Da muss man also sein Mobiltelefon dabei haben. Gibt für Android und auch für iOS gibt es Applikationen, die man aus dem Internet laden kann. Oder ich habe es hier, damit man es besser erkennen kann, auf einem Tablet, auf einem Android-Tablet installiert. So, und da geht es auch problemlos. Installation ganz einfach, einfach anmelden, fertig war das. Das ist zur Bestimmung der Feuchtigkeit auf verschiedenen Materialien. Auf verschiedenen Materialien. So, ich kann es ganz einfach mal zeigen. Ich habe hier vorhin den Tisch ein bisschen sauber gemacht und habe hier das Tuch, da ist noch ein bisschen Feuchtigkeit drauf. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Display und das Tuch irgendwie gemeinsam in die Kamera kriegen, damit Sie sehen, alles live und ohne Tricks. So, jetzt gehe ich hier drauf und da zeigt er mir an, das Ding ist noch nass, damit kann ich also noch weiter putzen. So, genauso kann ich natürlich auch die Oberfläche hier von dem Holz versuchen zu messen. Und Sie sehen also, da kommt nicht so wirklich viel. Das ist relativ trocken. 0,4, je nachdem, wo ich es drauf halte, wie ich es drauf halte, 1,3. Ich habe hier Weizen mitgebracht. Den habe ich noch nicht gesät dieses Jahr. Der ist feucht. Den habe ich mal ein bisschen gewässert, wenn ich da reingehe. Dann geht er natürlich gleich hoch und hier habe ich getrockneten. Das war der ursprüngliche. Wenn ich da reingehe, da sehen wir, der ist also deutlich trockener. Also es ist mehr als einfach. Es wird eingeschaltet, verbunden mit der Applikation und dann kann ich messen. Ich kann diese Messungen speichern. Es ist ein Messbereich von 0% Feuchtigkeit, das haben wir gesehen. Es geht hoch bis 100% auf meinem Tuch, weiß ich nicht, kriegen wir da 100% hin. Ah ja, wenn ich da genau auf die Mitte, wo es noch feucht war, da können Sie sehen, es geht bis 100%. Ein Datenexport dessen, was ich gemessen habe, ist möglich als CSV oder als PDF oder auch als JPEG. Das Ding wird mit Batterien betrieben. Hier hinten ist der Batteriekasten, da kommen zwei kleine Zellen rein und damit kann ich dann überall, wo ich möchte, die Luftfeuchtigkeit, nee, nicht die Luft, die nicht, die Feuchtigkeit der Oberfläche eines Materials bestimmen. Ich kann es auch mal auf die Hand halten, da können Sie mal sehen, 100% ist der Angstschweiß vor der Kamera oder so. Okay, nicht wirklich. So, und jetzt gehen wir hier mal raus, wir sagen hier speichern, gehen aus der Messung raus. Und da haben wir hier die Oberfläche von dieser Applikation. Wenn ich mein Beißholz zur Seite lege, können Sie es auch besser erkennen. Also Verbindung ist grün, ist da. Rechts messen, das ist da, wo wir gerade drin waren. Die Messdaten, die ich gespeichert habe, kann ich mir wieder aufrufen. Ich kann sie teilen. Ich habe eine Hilfefunktion. Und ich kann auch den Export anwählen. Hier kann ich also jetzt sagen, was ich an den Messwerten, die ich gespeichert habe, exportieren will, in welchem Format. Sehr schön, sehr klein, sehr praktisch. Ich kann es überall mitnehmen und kann schnell irgendwelche Oberflächen messen, bestimmen, wie hoch da die absolute Feuchte ist. Was sicherlich sehr häufig vorkommt in landwirtschaftlichen Betrieben oder in verarbeitenden Betrieben oder in Mühlen oder so etwas. Man muss vom Getreide die Feuchtigkeit messen. Zum Beispiel auch beim Kauf, Einkauf, Verkauf. Ich muss ja wissen, wie feucht ist das, ob ich es noch trocknen muss. Und der Preis, der hängt ja auch an der Feuchtigkeit. Denn ist klar, wenn da viel Wasser drin ist, dann sagt der Käufer, nee, Wasser habe ich selbst, brauche ich nicht bezahlen. Ich möchte das Trockene haben. So, und dann müssen beide Seiten einen verlässlichen Wert haben. Und dafür habe ich hier von PCE den GMM10, das ist ein Getreidefeuchtemesser für 15 unterschiedliche Getreidesorten. Die kann ich einstellen hier über die Set- und Select-Tasten und dann geht es ganz schnell. Ich fülle einfach auf, schüttel ein bisschen, dass es verteilt ist, mache die Kapsel voll und anschließend muss ich hier oben drauf drücken. So, jetzt will ich mal sehen, ob ich das schaffe. Also da können Sie sehen, da ist Reis drin, der ist vom Mittagessen übrig geblieben oder kommt demnächst dran, muss man sehen. Und wenn ich jetzt hier den Behälter runterdrücke, können Sie, Display kann man nicht mehr sehen. Moment, so vielleicht. Jetzt drücke ich runter und da sehen Sie, aber der Wert bleibt ja auch stehen. Sie können es ja sehen, 12,4% Feuchtigkeit haben wir hier drin. Also
Ich meine, viel einfacher geht es nicht mehr. Ein hochpräzises Messinstrument, mit dem man tatsächlich messen kann, welchen Feuchtigkeitsgehalt, welche absolute Feuchtigkeit ist in meinem Getreide. Und dann kann sich Händler und Verkäufer und eventuell auch beim Lagern der Landwirt danach richten, ob das weiter getrocknet werden muss. Es besteht ja immer die Gefahr, wenn es zu feucht ist, dass es dann anfängt zu schimmeln. Und das wäre natürlich ganz, ganz schlimm. Das GMM 10 von PCE, kleinhandlich, sieht zwar aus wie eine Kamera, kann aber wesentlich mehr. Und kommt in einer Transporttasche. Das kann man sich also um den Hals hängen mitnehmen und einfach mal schnell in das Getreidesilo gehen und gucken, was macht denn mein Getreide so? Hier habe ich einen Feuchtebestimmer von PCE. Das Gerät nennt sich MA200. Es gibt es in verschiedenen Versionen. Ich habe die MA200-Version. Und der kann etwas ganz, ganz Tolles. Und zwar, wir haben einmal einen Messbereich von 0 bis 200 Gramm. So sieht es aus von innen. Ich habe hier unten einen Windschutz und eine Schale, die geht auf eine hochpräzise Waage, die sitzt da unten innen drin. Und oben in dem Deckel, da befindet sich eine kreisförmige Halogenlampe. Die dient nicht der Beleuchtung, damit hier drin keine Schwarzarbeit gemacht wird, nein, die dient zur Erhitzung des Probengutes. Und das ist wichtig. Ich erkläre Ihnen gleich noch auch warum. Ich will erstmal hier auf diese mitgelieferten Tellerchen da etwas Probenmaterial drauf tun. Ich habe hier Weizen, den habe ich mal ein bisschen feucht gemacht. Der hatte, glaube ich, dann zuletzt 60%. Jetzt im Studio wird er ein bisschen getrocknet sein. So, den kann ich jetzt hier mit hier reinsetzen. So, eingestellt habe ich das Gerät schon. Ich kann Ihnen gleich erklären, was ich einstelle. Ich möchte es erstmal starten. Ein Hinweis, das Ding steht schräg, damit die Kamera hier vernünftig draufkommt. Das ist nicht richtig. Es muss waagerecht stehen. Hinten dran ist sogar eine Libelle, damit man es wirklich eben stellen kann. So, und jetzt starten wir es aber mal. So, jetzt sehen wir hier eine Beleuchtung. Das ist diese Röhre, die da drin ist. Und jetzt wird aufgeheizt. Er kann bis 200 Grad aufheizen. Er kann zeitgesteuert sein. Also erstmal vom Prinzip her. Wenn ich feuchtes Material da hineinlege, dann wird das automatisch gewogen. Auf eine Genauigkeit von 1 Milligramm, also 0,001 Gramm. Tausendstel Gramm. Und dann wird aufgeheizt und ab einer definierten Temperatur, hier ist jetzt eingestellt 120 Grad Celsius, dann wird gemessen und zwar gewogen. Wenn wir jetzt hier sehen, er macht hier Prozentanzeigen, ich kann aber mal umschalten, zum Beispiel auf Gewichtsanzeigen und da sehen Sie, das Gewicht geht runter, er zählt runter. Warum wird das leichter? Das ist ja eigentlich das Prinzip dabei. Man nimmt feuchtes Material, wiegt es und anschließend wird es über eine definierte Zeit aufgeheizt. Ich kann entweder die Zeit eingeben, 1 Minute, 4 Minuten, 8 Minuten. Ich kann das manuell machen und ich kann, was sinnvoller ist, es automatisch machen lassen. Und zwar überprüft die Elektronik da drin, ob noch eine Änderung da ist. Das heißt, ob das zu prüfende Gut noch leichter wird. Wenn es über eine bestimmte Zeit nicht mehr leichter wird, heißt, kommt keine Feuchtigkeit mehr raus, ist trocken. Und wenn es trocken ist, dann wird verglichen mit dem Endgewicht, mit dem Trockengewicht und dem ursprünglichen Feuchtgewicht der Probe. Und da kann ich dann natürlich ausrechnen, so und so viel Gramm Wasser sind verdampft, so hoch war aufgrund des Gewichtes der Trockenmasse der Feuchteanteil da drin. Und diese Bestimmung, die wird dann angezeigt, die kann ich mir hier geben lassen. Wie gesagt, unterschiedliche Möglichkeiten der Einstellung. Für ich empfand es am sinnvollsten eigentlich, die Maschine machen zu lassen und sagen, du, wenn sich nichts mehr ändert, ist das Zeug trocken, dann kannst du ruhig aufhören. All das kann man auch über eine hinten herausgeführte serielle Schnittstelle in seine Steuerung, in seine Rechner, in seine Speicherung übertragen und hat dann die Möglichkeit, Messreihen zu fahren
Man muss diese Proben normalerweise mehrfach durchführen. Es kommt darauf an, wie viel man durchführt, ob man zwei- oder dreimal pro Probenmaterial diese Sachen macht. Ja, und das war's dann so. Und jetzt sehen wir also hier, er zählt also hier jetzt langsam hoch. Wir haben, irgendwas hat sich getan. Ist wahrscheinlich in dem Probenmaterial, in diesen Weizenkörnern, irgendwo noch Feuchtigkeit ausgetreten durch diese Erhitzung. Und jetzt sehen wir, wir sind jetzt bei 17,65 Gramm. Er geht also noch schnell herunter. Heißt, es wird noch viel Feuchtigkeit verdampft. Er ist noch nicht fertig. Und hier oben sehen wir die Zeitdauer, die er schon dabei ist. 3 Minuten und 16, 17, 18 Sekunden. Daneben haben wir die Temperatur, die ich eingestellt habe. Die kann ich manuell auch einstellen. Diese Einstellung merkt er sich auch nach dem Ausschalten, sodass, wenn ich immer die gleichen Messungen durchführen will mit dem gleichen Material, brauche ich nur einschalten, brauche mich um nichts mehr zu kümmern, drücke wieder Knöpfchen, nachdem ich die Probe eingelegt habe und gut ist. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie lange braucht er noch? Naja, ich meine, eine Suppe kochen dauert ja auch. Da er hochpräzise den Gewichtsunterschied zwischen der Feuchtprobe und der Trockenprobe bestimmen muss, kann man das Gerät auch kalibrieren. Und dazu sind Kalibriergewichte dabei. Und komm raus, die sehen so aus. Das ist ein 100 Gramm Gewicht und ein zweites 100 Gramm Gewicht. Damit kann man dann von Zeit zu Zeit die Waage neu kalibrieren. Ich meine, so hochgenau 100 Gramm Gewichte haben wir normalerweise nicht bei unseren Kaufmannswagen. Das ist also durchaus sinnvoll, dass man so etwas dazu stellt. Dann ist es möglich, dass jeder Endanwender, natürlich der Professionelle, mehr braucht sowas zu Hause, um seinen Reis oder seinen Weizen zu überprüfen, bestimmt nicht. Aber in Labors, da wo diese Geräte eben zum Einkommen, als Werkzeug dienen, da ist es natürlich sinnvoll. Und diese Leute haben ja auch die Befähigung, dann damit zu arbeiten und zu sagen, okay, ich kalibriere das neu. Neu kalibrieren ist ganz einfach. Man drückt einfach nur die Taste, die Reset-Taste, eine bestimmte Zeit lang, ein paar Sekunden, und dann ist er in seinem Kalibriermodus. Der Rest geht im Grunde wieder automatisch. So, jetzt will er mich ärgern. Jetzt sagt er, wir sind im Studio und jetzt mache ich langsamer, als du das vorher ein paar Mal ausprobiert hast. Aber Sie sehen, er zählt ja immer noch runter. Also ich glaube, das Prinzip ist klar. Ich nehme nasses Gut, egal wie viel, innerhalb des Bereichs bis 200 Gramm können wir hier reinlegen. Es darf natürlich nicht zu hoch sein. Es sollte auch nicht in mehreren Schichten aufeinander sein. Es könnte sein, dass die unterste oder die mit... Fertig. Oder die mittlere Schicht sonst nicht so gleichmäßig trocknet wie die äußeren. So, und jetzt sind wir hier. Also jetzt sagen wir, wir sind bei 15,751 Gramm. Waren wir fertig. Da gab es keine Änderungen mehr. Dann haben wir 79,38%. Das passt nach meiner Vorstellung so. Und wenn wir jetzt aufmachen, dann sehen wir hier, das Material ist getrocknet. Ich fasse es nicht mit der Hand an. Sie können es vielleicht sogar rein optisch erkennen. Dieses Getrocknete ist heller. Und das hier, das ist das Feuchte, das ist nasser. Das will noch gar nicht mal da raus, während das hier einfach getrocknet rausrutscht. Also, damit sind wir in der Lage, allein durch Erhitzen und hochpräzises Wiegen zu bestimmen, welche Feuchtigkeit in dem Probenmaterial vorhanden ist. Also eine tolle Idee und vor allen Dingen die Umsetzung. Sie haben ja gesehen, wie einfach es ist, und die Menüs sind alle selbsterklärend. Was ich hier in der Hand habe, das sieht aus wie ein Gerät zur Selbstbeteiligung. Ist es aber nicht, sondern es sind Elektroden. Die kann man hier abschrauben, austauschen, auch gegen längere austauschen. Damit wird im Grunde genommen nur die Feuchte im Material bestimmt, denn die werden in das Material hineingetrieben. Und wenn ich jetzt dickeres Holz habe, muss ich natürlich längere Elektroden haben, die sind auch dabei in der Standardausführung. Jetzt zeige ich Ihnen einfach mal, wie das geht. Ich muss erstmal hier die aufsetzen. Der Hammer ist hier schon eingebaut und treibe sie jetzt in das zu prüfende Material hinein.
Wenn ich am Anfang die ersten 2-3 cm bin, dann messe ich natürlich nur den Randbereich, die absolute Feuchte im Randbereich. Wenn ich den Kern messen will, muss ich natürlich die langen Elektroden nehmen und muss die weiter in das Material hineintreiben. Wenn ich einen Durchschnittswert haben will, dann gehe ich etwa 33% der Dicke des Materials in das Material hinein und dann habe ich so einen guten angenäherten Wert. Ja, die Verbindung, die geht hier über Kabel auf diesen Sender. Der Sender sendet per Bluetooth an eine Applikation auf ein Android- oder iOS-Gerät. Und die heißt hier PCE WMT200. Die Verbindung wird durch einen grünen Kreis mit dem Haken drin angezeigt. Ist ganz einfach. Das Gerät, man besucht auf Bluetooth, lässt suchen. Das Gerät meldet sich als solches, stellt eine Verbindung her, öffnet die Applikation und sagt der Applikation, such meine Geräte, mit denen ich Verbindung habe. Die werden blitzschnell gefunden und angezeigt, angetippt und das war's. Was muss ich jetzt noch machen? Naja, messen muss ich natürlich. Das war die Geschichte. Ich gehe hier auf Messen. So, und dann muss das Gerät natürlich noch wissen, was ist denn das, was der da misst? Ist das Erbsensuppe? Ist das Stahl? Na, kann man alles nicht messen. Aber welche Holzart ist das? Oder sind es andere Bausubstanzen? Und dazu gehe ich hier in dieses Messmaterial. Und da sehen Sie hier, also man hat hier Bausubstanzen, andere, man hat Laubhölzer und Nadelhölzer. Ich gehe hier auf Nadelhölzer. Und ich hoffe mal, dass ich da einigermaßen richtig liege mit Kiefer. So, jetzt habe ich Kiefer ausgewählt und jetzt kann ich meine Messung starten. Er fragt natürlich noch, ob ich speichern soll. Klar, sonst wollte ich nicht messen. Der Messvorgang läuft. Sie sehen den Fortschrittsbalken und den blauen blinkenden Kreis. Das war's schon. Fertig. Also, wir haben bei einer Temperatur von 23 Grad Celsius 35,6% absolute Feuchte in diesem Material. Das war doch einfach, oder? Ja, genau. So, diese Messung kann ich jetzt speichern, die kann ich übertragen, die kann ich weiterverarbeiten, die kann ich exportieren. Damit bin ich im Grunde genommen autark, weil das Gerät ja eine eingebaute Batterie hat. Es hat auch ein Ladegerät in den Lieferumfang mit drin, sodass ich also mehrere lange Messungen irgendwo in meiner Werkstatt machen kann, wenn ich eine Schreinerei habe und will messen oder sowas. Da brauche ich die Batterien nicht zu verbrauchen. So, und ein schönes Köfferchen ist dabei. Damit kann ich in den Wald marschieren und kann dort, wenn ich Holz einkaufen will, messen, was Sache ist. So, gucken wir nochmal hier. Ich will nochmal einen zweiten Versuch machen. Nach DIN sollte man der Länge nach da reingehen, aber der Fachmann, der macht es so, wie er es in dem speziellen Fall für richtig hält. Das weiß aber jeder besser. Jeder besser als ich. Ich war mal ein bisschen ruhig, weil das Ding zu viel Krach macht. So, jetzt gehen wir hier wieder raus aus der Messung und starten eine neue Messung, müssen neues Material bestimmen. Und wenn ich mich recht erinnere, müsste das hier Buche sein. Da haben wir Buche. So, und starten jetzt hier die Messung. Und dann will er wieder wissen, soll er? Ja, er soll. Und jetzt misst er bestimmt die Feuchte in diesem Buchenholzscheit und sagt, das sind 28,6% bei 23 Grad Celsius. Also, sehr einfach zu bedienen und ja, im Grunde idiotensicher mit hochpräzisen Messergebnissen überall da, wo es darauf ankommt, wie feucht ist mein Material, mit dem ich arbeite, welches ich kaufe, welches ich verkaufe und so weiter. Vier Messgeräte von PCE, mit denen man die absolute Feuchte auf und in Materialien bestimmen kann. Angefangen hier von diesem kleinen handlichen PMI-1BT, ein Schimmelmessgerät, mit dem man die Oberflächenfeuchtigkeit bestimmen kann. Es hat eine Bluetooth-Schnittstelle. Damit ist er in der Lage, die Daten zu übertragen auf ein Android- oder iOS-Gerät. Dort kann man sie auswerten, speichern, übertragen, teilen und so weiter. Export ist auch möglich in CSV, PDF und JPG-Format. Es wird mit Batterie betrieben, sind zwei Batterien drin. Oh, Bedienung, haben Sie gesehen, ist ganz, ganz einfach. Das nächste Gerät ist ein Materialfeuchtemessgerät mit der Bezeichnung GMM10 von PCE. Es ist ein Getreidefeuchtemesser, so kann man ihn auch bezeichnen, für 15 unterschiedliche Getreidesorten, die man auswählen kann über die Tasten auf dem
Gerät. Hat ein sehr großes Display und es misst quasi instantan die Feuchtigkeit und das Messergebnis ist auch noch temperaturkompensiert. Das heißt also, die Messung ist recht genau, die man erhält, wenn man den Probenraum befüllt hat. Dann das große Gerät, was wir hier sehen, das ist von PCE das MA200. Es hat einen Messbereich von 200 Gramm. Die Probe wird auf Teller, die mitgeliefert werden, gelegt. Dann wird die Probe aufgeheizt und das Gewicht am Anfang und am Ende der Heizperiode bestimmt. Und daraus wird die Feuchte bestimmt, die das Material gehabt hat. Es besitzt eine serielle Schnittstelle. Die Daten können also übertragen werden. Allerdings hat es auch einen internen Speicher für 15 unterschiedliche Trocknungsprogramme. Es kann kalibriert werden vom Anwender. Kalibriergewichte sind dabei. Und dann das letzte Gerät, das ist von PCE, das WMT200. Es hat ebenfalls einen Bluetooth-Sender dabei, mit dem die Daten übertragen werden zu einer Android-Applikation oder einem iOS-Gerät. Dort können sie ausgewertet, grafisch dargestellt werden, weiterverarbeitet werden. Es ist vorprogrammiert für 44 verschiedene Holzarten, also für Nadelholz und Laubholz. Und es kann im Netzbetrieb betrieben werden, hat aber auch Batterien eingebaut. Damit ist man relativ mobil. Man kann es mit in den Wald nehmen oder irgendwo auf den Holzlagerplatz, kann dort die Daten aufnehmen und sie auch später überprüfen. Auch hier ist natürlich eine Temperaturkompensation eingebaut. Vier Geräte, mit denen man die absolute Feuchte in und auf Materialien bestimmen kann. Das, was man überall in Wirtschaft und Industrie benötigt. Entdecken und bestellen Sie die neuesten Mess- und Prüfgeräte jetzt auf www.pce-instruments.com.